Willkommen zu dem heutigen Vlog von der größten Messe für Consumer Electronics und Home Appliances, also von der IFA 2022 in Berlin. Let's go! Ja, mit dabei mal wieder Moritz und Franzi. Wir schauen, was es einfach Neues gibt, weil wir sind ja auch ein bisschen technikaffin unterwegs. 2 Jahre lang fand die Messe nicht statt, wegen Corona, wie auch die Gamescom. Schauen einfach, was es Neues gibt, was uns gefällt. Vielleicht nehmen wir auch einfach mal was mit. Die Messe wurde ja auch wieder mittlerweile erweitert auf 149.500 Quadratmetern. Das sind umgerechnet ca. 21 Fußballfelder, also haben die wieder ordentlich aufgetischt. Ja, wenn man hier auf der Messe was essen und trinken will, hat der Bart hier einfach die Expertentipps. Hotdog und was zu trinken. Nur 10 Euro, Alter, ist das ein geiles Angebot. Direkt reinkaufen. 9,90 Euro, ja. Ich habe den Preis noch um 10 Cent runtergehandelt. Dass es sehr viele PCs und Bildschirme auf der Messe gibt. Also fast jeder Stand hat hier nochmal ein extra PC-Gefühl zu stehen, vor allem Gaming-PC. Wahrscheinlich wird versucht, auch viel die jungen Leute in die Technik einzuführen. Sorry. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, lustigerweise haben wir gerade jemanden Bekannten hier getroffen, zwar Trillungsanhänger. Der hier hinter uns in dem schönen Glaskasten hier Counter-Strike gerade streamt. Wusste ich gar nicht, dass er hier auf der Messe ist. Auf jeden Fall interessant mal zu sehen. So ein flexibler Curve-Bildschirm ist natürlich schon echt was Feines. Das ist aber auch einer der, wie ich finde, wenigen innovativen Sachen, die es auf solcher Messe gibt. Sowas wie Home Appliances oder so, Kühlschränke. Da geht es letztendlich nur noch um Effizienz. Das andere ist alles nur noch Spielerei. Gut, das ist auch. Kannst du einfach in 20 verschiedenen Stufen einstellen, wo er sich befindet. Kühlschrank, ja. Kannst du an einem Board schreiben, was deine Frau vergessen hat. Mehr nicht. Dein Fazit von deiner Brille? Ich habe erstmal einen Bildschirm gesehen. Also das kannst du halt wirklich so, wie du schon vermutet hast, dass man dann alles auf dieser Brille sieht. Aber ehrlich gesagt nichts Besonderes. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns langsam zu Messe-YouTubern konvertieren. Aber ist ja gar nicht schlecht, denn dann kann sich wohl kaum jemand mit uns messen. Ja.